Herzlich willkommen, liebe Fans, hier bei Timeout, den Torwartskanal der Roten Teufel Bad Nauheim mit dem drittletzten Vorrundenspiel in der Eishockey-Oberliga West am Sonntag, den 20.02.2011 im Rahmen des Hockey Days EC Bad Nauheim gegen den Herne e.V. Unter anderem im Publikum der frühere Stürmer vom EC Bad Nauheim, Yogi Pöpel. Er beobachtete das Spiel von oben gegen die Herner, die noch Punkte brauchen, um den fünften Platz ganz sicher zu machen. Der könnte ja noch interessant werden, wenn sie vielleicht nachrutschen sollten, hier die beiden Kapitäne Alex Baum und André Krein. Aber für die Roten Teufel ging es nach der 1:4-Niederlage vom Freitag darum, sich erstmal zu rehabilitieren und den Fans natürlich den 1100 circa im Stadion eine gute Partie zu zeigen. Und das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. 18 Sekunden gespielt. Rebound. Dennis Cardona steht im Slot und macht das Tor. 1:0. 18 Sekunden exakt gespielt. Frühe Führung für die Roten Teufel. Ein Auftakt nach Maß gegen die Herner Mannschaft, die ohne ihren Stammtorhüter Lütges, der ist verletzt, angetreten war. Aber sie zeigten sich nicht geschockt. Sie wollten gleich kontern. Bad Nauheim dachte möglicherweise, man könnte so locker und leicht hier einen Sieg einfahren. So war dem aber überhaupt nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit, vor allen Dingen im ersten Drittel. EC ließ die Scheibe zwar ganz gut laufen, hatte hier eine Riesenmöglichkeit zum 2:0 durch Tobias Schwab. Aber Kornewald im Tor der Herner erhielt, stand auf dem Posten, bekam auch einiges weiterhin zu tun. Der EC wollte nachlegen, das merkte man deutlich. Matthias Baldig, 2-auf-1-Situation, hätte auf Marvin Bauscher spielen können. Hier wieder im Slot stehend, das war gut gespielt von Rotteufeln, aber mit Glück und Geschick Kornewald im Kasten des HEVs. Ja, und dann ein paar gute Minuten auch der Gäste aus dem Ruhrpott. Sie kamen durchaus das ein oder andere Mal vor den Kasten von Markus Keller. Er bekam circa ab der 10. Minute doch mehr Arbeit zu tun, als ihm lieb sein konnte. Rominsch mit einer Möglichkeit. Da wäre durchaus auch der Ausgleich möglich gewesen, vielleicht sogar verdient gewesen. André Krein bedient hier sehr schön seinen Mitspieler, bekommt die Scheibe selber, der frühere DEL-Spieler. Somit aber nach 20 Minuten ein vielleicht etwas glückliches 1:0 sogar für die Roten Teufel, die ihre Chancen hatten, schon das Geschehen deutlicher aussehen zu lassen. Aber so waren die Herner halt weiterhin im Spiel. Das zweite Drittel verlief auch ähnlich wie der erste Abschnitt. Der EC zwar bemüht, Scheibe lief einigermaßen durch die Reihen, fand aber dann nicht den letzten Abnehmer. Auch ein, zwei Überzahlmöglichkeiten, aber dann war es passiert, das 2:0 durch Manuel Weibler, 27. Minute von der blauen Linie. Auch ein bisschen Verkehr vor Kornewald. Und das sollte so ein kleiner Auftakt nach Maß sein für die Hausherren. Linda, Strafzeit für den Herner, Powerplay für die Roten Teufel. Direkt in der nächsten Szene, nur wenige Sekunden später. Olli Bernhard zieht von der blauen Linie ab und macht in diesem Powerplay das 3:0. Ein satter Doppelschlag. Weibler und Bernhard. Innerhalb von einer Minute. Also die Führung von 1:0 auf 3:0 ausgebaut. Das sah jetzt natürlich schon wesentlich besser aus. Und nun schienen auch die Herner so ein bisschen angenockt zu sein. Waren ein bisschen von der Rolle der EC mit ein bisschen Zwischengas. Und gleich die nächste Situation. Wieder Dennis Cardona, wurde nicht konsequent angegriffen. Zieht aufs Tor und macht sogar noch das 4:0. Ebenfalls nur wenige Sekunden später. Danach nahm Hernes Coach Christian Sikors gerne Auszeit und wechselte seinen Torhüter. Ulrich kam für Kornewald. Ja, Sikorski sprach auf seine Spieler ein. Wollte natürlich wissen und deutlich machen, so kann man nicht stehen. So kann man nicht verteidigen. Da kassiert man so schnell zwei Tore und dann sogar noch ein weiteres obendrauf. Wieder Dennis Cardona mit einem Hattrick macht sogar noch das 5:0 innerhalb von 3,5 Minuten. Das Ergebnis von 1:0 auf 5:0 ausgebaut. Das nennt man effektiv. Damit schien das Spiel auch entschieden zu sein. Ja, der Mann des Spiels, Dennis Cardona, Chancen eiskalt ausgenutzt, die sich erspielten in diesen paar Minuten. Ja, somit ging es also mit einem stattlichen Vorsprung in den letzten Abschnitt.
Aber er dachte, dass man sich jetzt auf diesem Polster hier ausruhen könnte. Der sah sich schon ein wenig getäuscht. Denn zumindest den Ehrentreffer wollten die Herner noch markieren. Sie waren bis zur letzten Sekunde motiviert und spielten auch durchaus gut mit. Und Markus Keller kann die Scheibe nicht richtig festhalten. Über ihn von seinem Schläger oder von seinem Stockhand irgendwie trudelt die Scheibe über die Linie. Der erste Treffer für die Herner, für die Crusaders. Und da schienen sie auch nochmal zu motivieren. Während die Hessen natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten kamen. Lenny Gehr vor allen Dingen, er wollte, nachdem er drei Spiele ausgesetzt hatte, am Freitag war er in Duisburg erstmal wieder dabei, wollte natürlich auch wieder scoren. Aber Herne durchaus gefällig, wie sie nach vorne spielten, zu Möglichkeiten kamen. Hier wieder die Scheibe irgendwie durchgerutscht durch die Schoner von Markus Keller. Nils Liesegang macht das zweite Herner Tor. Da sah Keller nicht unbedingt glücklich aus. Aus dem Winkel muss er die Scheibe natürlich haben. Das wusste er selber. Sein Shutout war aber schon dahin. Das wäre sein fünfter der Saison gewesen. Tja, und jetzt war Herne plötzlich mit Oberwasser wieder dabei. Wirbelte nochmal ordentlich hinten die Nauheimer Abwehrreihen durcheinander und macht sogar das 5:3 noch durch Sven Linder in der 48. Minute. Das hatten sie sich auf jeden Fall verdient, die Crusaders. Aber die Zeit war schon zu weit fortgeschritten. Es war zu wenig noch Zeit. Zwei Tore natürlich im Eishockey kein Thema, aber nun Bad Nauheim auf der Höhe. Weibler sehr schön die Scheibe abgefangen, tankt sich links durch und zieht sogar vor das Tor und macht selber noch den Treffer. Nur wenige Sekunden später 6:3. Jetzt war das Spiel aber endgültig entschieden. Noch 2 Minuten zu spielen. Aber immer noch nicht Schluss mit dem Toreschießen im Colonel Knight Stadion. Am Mittag hatte ja schon die 1B gegen Kassel gespielt. Der stand 0:9. Hier jetzt auch mit 6:3 wieder 9 Tore. Wieder arbeitet man hinten jetzt konsequent. Geht die Scheibe nach vorne durch die Rundung von Christian Franz. Tolle kann sie nicht festhalten. Linda will die Scheibe auf seinen Mitspieler. Der lässt sie sich abluchsen und da ist es passiert. Lenny Gehr mit Ankündigung macht er seinen Treffer nur ein paar Sekunden vor dem Schlusspfiff. Den Endstand zum 7:3. Die Höhe des Ergebnisses täuscht vielleicht ein bisschen drüber hinweg über die Leistung, aber verdient war es allemal. Nun wird es Zeit, dass man auch die letzten beiden Heimspiele gegen Hamm am 25. mit Gruppen- und Firmenrabatte, große Gruppen, erhalten vergünstigten Eintritt. Wir würden uns freuen, wenn man einige im Stadion sehen würde und dann das letzte Heimspiel gegen Neuss 2 Tage später. Also Doppelheimspiel-Wochenende und dann geht es mit der Zwischenrunde weiter. Wir sind auch dabei. Bis dahin und tschüss.